Katharina! Hallo. Ich habe einen Text dabei, der eure Hilfe benötigt. Es tut nicht weh. Als Kind will man überall mitmachen und als Erwachsener plötzlich nicht mehr, vor allem nicht bei Mitmachtexten. Ich verstehe das nicht. Und dann möchte ich ein bisschen Abhilfe schaffen. Es gibt eine Zeile, die ihr mir antworten werdet in meinem Text. Ihr werdet intuitiv wissen, wann diese Textpassage dran ist und es wird nicht wehtun. Haben wir das verstanden? Also ihr spürt das in euren Nieren, wann diese Zeile dran ist. Ich sag's euch einmal vor, ihr wiederholt sie und dann war das schon mit dem Aufwärmen. Okay? Okay, okay. Konzentration. Dü, 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 dü. Alle gemeinsam. Sehr gut, damit kann ich arbeiten. Okay. In meinem Text geht es um ein sehr wichtiges Thema. Um ein Thema, das in unserer Gesellschaft häufig zu kurz kommt, in den Medien und überall. Es geht um das Thema Hässlichkeit. Ich fange jetzt an, meine Zettel. Hey, was geht eigentlich ab? Zu knapp bemessen ist meine Zeit, vermessen leih ich dir kurz mein Ohr und dann bin ich fort. Weit, weit weg, an einem besseren Ort. Die Welt hier, wie sie ist, ist mir viel zu schön. Ich will mal wieder so richtig abgehen, das Morgengrauen nicht sehen, den Zwiel ich mich zierlich entziehen, will mich von der Nacht zeichnen lassen. Sie soll mich ruhig anfassen, ruhig abtasten, habe nichts zu verbergen, will ich mich in ihren Armen verstecken nicht. Wie gewohnt ecke ich an und lecke dann die Schneeflocken vom Autobus und hässlich will ich sein, wie die Nacht. In ihr Kleid, da passe ich rein, sie schmiegt sich an mich, ich erwidere ihr erst zögerlich, wortlos formt sich eins zum anderen, die entlehnten Ohren werden zu einem Knoten, winde mich zwischen deinem Glied und meiner Kette und entdecke zwischen den Zeilen eine subtile Schönheit, die sich in Hässlichkeit kleidet. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, doch ich schließe sie, schieße mich mit dir zum Mond und sag Sauerstoffmasken ablegen, hinlegen, Hände hoch, höher, tiefer, intensiver will ich dich atemlos machen, Luft anhalten, Zeit stillstehen lassen. Halte ein, halte aus, zeig mir deine Zunge und sag mir, was dir am Herzen liegt. Wer kann das schon? Mit einer gestreckten Zunge eine Fensterscheibe putzen und dabei noch so richtig geil aussehen. Ich brauch das nicht. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Mut zur Hässlichkeit. Haltet eure Fürze nicht länger im Zaum. Lasst sie raus. Sie brauchen auch frische Luft. Und gebt euren Grimassen mehr Raum und Scheiß auf Frischduft. Jeder will anders sein und doch sind wir irgendwie alle gleich. Wie geil uns an der neuesten Mode aufsuchen, im Widerstand nicht im Widerstehen, sondern am meisten Geld ausgeben. Bäh, Aschenputtel war doch auch noch geiler, als sie mit Mäusen sprach. Hätten wir die Wahl zwischen Susi und Strolchi, klar würden wir mit dem Streuner durch die Straßen streichen und auf Schrottplätzen Party schmeißen. Ach, grunzt doch mal wieder beim Lachen. Lasst uns eine Mannerschnitte sein. Mannerschnitte, was ist das? Anmerkung, Fußnote. Die ist ein bisschen tief, ich weiß. Die Mannerschnitte, eine typische österreichische Delikatesse, auch bekannt als Neapolitaner Schnitte. Ihre mundgerechte Verarbeitung, vier Streifen Schokomasse zwischen fünf Lagen Waffeln liegen, sorgt seit 1898 für weltweiten Genuss. Seit den 60ern umhüllt eine zart rosa Verpackung, Gedenken an Sissi, die Kaiserin, die Mannerschnitte. Quellenverweis Wikipedia.
Lasst uns eine Mannerschmiede sein. Keiner trägt so ein hässliches Altrosa mit so viel Stolz und Würde. Scheißen wir auf Wohlfühllyrik und fucken uns mal so richtig an! Hey, du Arsch mit beschränkter Ansichtsweise! Und ja, es ist ein Kompliment. Fick dich! Ja, noch eine viel zu nett gemeinte Aufforderung. Deswegen sage ich, fick mich! Und provoziere dich mit dieser Einladung. Hier, meine Zunge, nimm sie dir und lass auf ihr ein paar Mannerschnitten Tango tanzen. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Und ja, liebe Freunde, ich warte auf die Zeit, in der man Tennissocken wieder ohne Schamgefühl tragen wird. In Sandalen, liebe Freunde! Die Schönheit ist längst Massenware geworden. So schlagen wir uns die nächste Nacht gemeinsam um die Ohren, bringen das Verborgene, die Ehrlichkeit ins Licht, indem man mit gestreckter Zunge spricht. Danke fürs Zuhören.